Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir dieses schöne Gewebe auf dieser Styroporwand einspachteln. Und was ihr da genau beachten müsst, werdet ihr jetzt in diesem Video erfahren. So, meine Lieben, diese Eckwinkel habe ich im letzten Video eingespachtelt. Das Video verlinke ich euch auch mal hier oben. Und da könnt ihr draufklicken, wenn euch das interessiert. Aber jetzt werden wir hier dieses Gewebe einspachteln. Warum werden wir das einspachteln? Aus dem einfachen Grund, weil wir ja eine Styroporwand haben, eine Innendämmung. Die wurde vor zig Jahren hier mal angebracht. Und ja, die ist aber so ein bisschen in die Jahre gekommen und hier war mal so Grundierung drauf, dass man halt da drauf tapezieren kann, ja. Aber die ist natürlich jetzt ab, weil wir die alte Tapete abgerissen haben und jetzt ist halt nicht mehr so klug, da wieder neu drauf zu tapezieren. Deswegen werde ich jetzt hier spachteln und dieses Gewebe hier mit einarbeiten. Das Gewebe werde ich mit einarbeiten aus dem einfachen Grund, weil Styroporplatten, wenn ihr die jetzt einfach nur so überspachteln würdet, das würde vielleicht eine Zeit lang halten, aber irgendwann würde euch der Spachtel wieder abplatzen. So. Und dass der Spachtel halt richtig Halt hat, nehmen wir dieses Gewebe und spachteln das damit ein. Das Gewebe habe ich mir schon mal zurechtgeschnitten. Das würde ich euch auch ans Herz legen. Dann habt ihr nicht so viel rumgefummelt, wenn ihr gerade dabei seid. Ist es am besten, wenn ihr euch das kurz vorschneidet, ne? Besonders hier die Laibung und sowas, das hält ja auch auf, die zu schneiden. Das habe ich auch vorher schon mal gemacht. Kommen wir zum Spachtel, den ich hier einarbeiten werde. Das ist ein Renovierspachtel und Armierungsmörtel in einem. Den werde ich hier aufbringen. Kunststoffvergütend ist der auch. Aber packe ich euch mal in die Beschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Dann brauchen wir ein Zahnblätter. Hier haben wir 4 mm Zahnblätter. Wie gesagt, wenn ihr jetzt außen arbeitet, an der Außenfassade, dann das Material schon dicker auftragen, aber hier reicht das vollkommen aus. Das muss keine hohe Belastung aushalten. Und dann werden wir uns das Material, ja, bleibst du da, so, uns das Material aufziehen. Ihr könnt das theoretisch auch ohne Zahnblätter machen, würde ich aber nicht machen, weil dann habt ihr halt eine sehr ungleichmäßige Auftragsstärke. Und besonders wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann ja, ist das nicht so klug, ne? So ist das viel angenehmer. So, hier an der Ecke gehen wir auch nochmal drüber. Da, wo wir die Gewebe-Eckwinkel schon eingespachtelt haben. Das Material ist drauf und jetzt werden wir uns das Gewebe einspachteln. Dafür lege ich mir das hier ein. Leiter steht ein bisschen ungünstig. Naja, muss ich jetzt durch. So, was ist das hier? Mit der Ecke ein bisschen gucken. Das ist natürlich dann zu zweit tausendmal geiler, wenn ihr das macht. Aber so geht das schon. Dann fangen wir mal hier von der Ecke an und drücken uns das schön da rein. Ja. Ja, ja, hier habe ich kleine Beule drinne. Hier muss ich mir das jetzt mal eben einschneiden. Ja.
Mit einem scharfen Cuttermesser geht alles. So, jetzt auch ab. So, meine Lieben, dann kommen wir zur zweiten Bahn. Die werden wir jetzt auf der anderen Seite hier reinpacken. Ja, will nicht so ganz. Ah, meine Güte hier. So, jetzt haben wir es. Die werden wir jetzt in das neue Gewebe, also in das, was ich gerade eingebracht habe, 10 cm überlappen. Ganz wichtig. Ihr könnt es auch ein bisschen mehr überlappen. Ist gar kein Problem. Aber ich würde schon diese 10 cm einhalten. Jetzt haben wir uns das Gewebe komplett eingespachtelt. Jetzt gehe ich mit einer dünnen Schicht nochmal drüber. Fange ich hier oben an und ziehe mir nochmal ein bisschen Material drauf. Und jetzt werden wir als letztes nochmal mit so einem Flieger hier drüber gehen oder Flächenglätter, wie ihr das auch nennen möchtet. Wenn ihr schon einen gebrauchten habt, wie ich, guckt immer, ob der gerade ist, weil das ist meistens so, der fällt ja mal auf die Ecke oder so. Dann habt ihr hier irgendwas drinne und dann ist das natürlich nicht so optimal. Habt ihr irgendwelche Kitschen hinterher in der Fläche. So, und dann gehe ich hier noch einmal schön mit dem Flächenglätter drüber. Das haben wir jetzt soweit fertig. Ich werde natürlich jetzt den Rest hier noch komplett machen. Ne, da oben die Laibung und alles über die Fenster und so weiter und so fort. Aber das ist erstmal fertig. Ich würde sagen, den Rest mache ich ohne euch, weil es ist immer dasselbe. Ne, das würde euch jetzt nur langweilen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen mit diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, ab damit in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.